und da gab es noch eine Parkinson-Zelle bei Ihnen zusammen. Zu den Geräten gemischt. Gemischt in der Mitte. Tennisfreunde, dann möchte ich hier dieser etwas ungewohnten Stelle, obwohl ich finde, die Einrahmung in die Landesmeisterschaften sehr treffend, weil Fritz einer derjenigen ist, die eigentlich immer mitten im Geschehen waren. Und wenn man etwas feiert und jemanden in der Person würdigt, dann ist das eigentlich der Ort, wo man das hier sinnvollerweise tun müsste. Ich meine, wenn ich so mal ein bisschen mehr so persönlich reden darf, weil ganz formal aufzählen, was du alles gemacht hast, müsste ich jetzt passen, weil ich müsste da lange Forschungen anstellen und lange Listen aufstellen, welche Arbeit du tatsächlich erledigt hast. Ich kann das deshalb also mehr mal nach so einem persönlichen Eindruck schildern. Und dieser Eindruck ist, na sagen wir, derjenige, dass Fritz immer voll von Tischtennis ist. Also beispielsweise, wenn man in die Halle kommt und Fritz trifft, dann ist es so, dass man nachher nicht mehr genau weiß, ob er eigentlich guten Tag gesagt hat oder ob er gleich gesagt hat, was ihm auf der Seele liegt. Man kommt also rein und sagt, ich habe jetzt mit Sterzig gesprochen, das geht klar mit der Halle. Und da muss er erstmal überlegen und sagen, mit Sterzig, das geht um die Halle, das geht so. Und dann hat er schon im Kopf, dass es die Aufgabe des Fachverbandes ist, die nächsten norddeutschen Einzelmeisterschaften auszutragen, dass man dafür eine Halle braucht, dass man dafür vernünftige Gelegenheiten braucht und hat das schon vororganisiert und überfällt einen jetzt sozusagen mit dieser frohen Botschaft. Und nachher, sag mal, hat er eigentlich guten Tag gesagt oder nicht? Aber wahrscheinlich ist das so ziemlich das Gleiche. Das ist seine Art und Weise, sozusagen sich einzubringen. So, das, wenn ich weiter so an Fritz denke, dann ist das so, dass ich ein Bild ganz toll fand, was ich bei diesen Recherchen für die Jubiläumsschrift gefunden habe. Und ich weiß gar nicht, das war in den 50er Jahren vielleicht oder Anfang der 60er Jahre. Da ist Fritz schon zugange als Trainer, war das in Marsel, und trainiert mit Jugendlichen. Er sah fast so aus wie heute. Jedenfalls, was die hohe Stirn anbelangt. Ich vermute auch, dass er eigentlich immer so ausgesehen hat. Das kann nur Frieda letztendlich. Aber wahrscheinlich müssen wir ihr auch nur glauben. Und wichtige Dokumente darüber gibt es nicht. Was ich damit sagen will, ist, diese Arbeit mit Jugendlichen, die ich einfach mit Fritz verbinde, er hat meines Erachtens immer sich auf Jugendliche und die Arbeit mit Jugendlichen konzentriert. Und das macht halt eben auch aus, dass er sozusagen in seinem Wesen, in seinem Charakter sich an der Jugend orientiert hat und dabei halt eben auch in dem Sinne jung geblieben ist und mitgegangen ist mit Zeiten und Verhältnissen, sodass man heute sagen kann, in dem stolzen Alter so frisch zu sein, dem Tischtennis nahe zu sein, das ist einfach eine stolze Angelegenheit. In meinem persönlichen Erlebnis macht das einfach Freude, mit Fritz zusammengekommen zu sein, ihn erlebt zu haben, seine Offenheit, sein Tischtennis-Erleben. Also es ist ja nicht nur so, dass er über Tischtennis redet oder sowas, sondern man hat immer den Eindruck, dass das in die einzelnen Fasern seines Körpers und seines Geistes immer hineindringt und in den Bewegungen zum Ausdruck kommt und so weiter. Also vielleicht ist das so, dass man sagen kann, dass das eine Generation ist, die noch in einem solchen Umfang für den Sport da war, der heute nicht mehr selbstverständlich ist. Und bin nicht ganz sicher, ob wir das noch so hinkriegen. Umso wichtiger ist das für den Verband, einfach das zu zeigen, zu sagen,
dass das Leute sind, die für den Verband, für den Tischtennis viel getan haben, dass wir solche Leute brauchen, dass wir sie noch möglichst lange brauchen. Im Namen des gesamten Bremer Tischtennis darf ich dir nochmal nachträglich herzlich gratulieren zum Geburtstag und wir stoßen alle auf dich an. Prost, Fritz.